Hey Leute, willkommen zurück bei Carbus Space Program. Wir gehen ohne Umschweifen ins Vesica Assembly Building und laden da mal. Was war das gewesen? Moon and Hope? Was? Die Dreierkette? Ich glaube schon. Captain Ever war es nicht gewesen. Genau, die. Oh my gosh. Boom. Ey. Ja, ich würde mal sogar sagen, wir werden hier einiges wegschmeißen. Genau. Und werden die Rakete hier trotzdem als Grundlage benutzen, um dort ein bisschen, ja, unser Werk ranzuvollrichten. Wen nehmen wir denn? Wir müssen auf jeden Fall gehen nochmal zum Moon. Ich hatte das große Problem gehabt, ja, dass beim Moon das alles nicht ganz glatt lief, wie es gewollt war. Aus dem einfachen Grund, ja, wir hatten kein RCS, wir hatten kein, also damit war die Steuerung schwerer, wir hatten auch nicht wirklich genug Treibstoff, um wieder zurückzukommen. Und in dem Fall wollte ich mal den RCS-Tank, war das der hier? Genau, der. Den haben wir mit drauf hier. Und dann machen wir die Spitze noch hier hin. Super Sache. Und dann werden wir noch die RCS-Drüsen. Ich wurde ja schon so oft kritisiert, dass ich RCR statt RCS ab und zu mal sagen. Das ist ein Versehen, das ist Macht der Gewohnheit. Und da sollten die nicht gleich rumjammern, wie sonst was. Das ist dann. Also es gibt da jemanden, der da gerne, sehr gerne rumjammert. Gut. Ich überlege gerade, was wäre am besten, wo wir die ranbringen würden. Machen wir so. Ja, ich hoffe es auf Beste. Dass das so klappen könnte. Und dann mache ich nochmal hier unten einmal hin. Okay. Gut. Anschließend werde ich nochmal ein Verbindungsteil holen. Natürlich habe ich hier einen Decoupler. Wie heißt der denn eigentlich? Manufacturer OMB Demolition Enterprises. Ist ein Radial Decoupler. Das war bloß die Firma gewesen, die es herstellt. Demolition Enterprises. Sehr geiler Name übrigens. Ja, dann einfach mal hier verbinden. Vier Dinger müssten reichen. Also, ich hoffe auf nichts Schlimmeres dann. Sind die am Decoupler dran? Sieht nicht danach aus. Kommt der überhaupt am Decoupler? Gerade war es doch sogar. Okay. Jetzt. Ist jetzt am Decoupler dran. Mehr will ich auch gar nicht. Jetzt müssen wir die ein bisschen heranstecken. Einmal hier und einmal oben drauf wäre noch ganz nett. Dankeschön. Frage ist auch, brauchen wir ein SRS? Ich weiß es nicht. Was wir noch brauchen, Triebwerke. Nehmen wir die. Ja, machen wir die. Das ist dann auch so eine Hürde. Ja, wie viele würde sich nützlich machen und ab wann ist einfach das Gewicht zu hoch, als dass es was bringt. Dann anschließend noch. Die sind zum Glück sehr leicht. Unser Struck Connector. Damit ich doch überhaupt kein Problem habe. Einmal hier hin. Einmal hier hin. So, dann müsste alle verbunden sein. Und natürlich auch nicht vergessen, auf der ersten Seite davon. Hier. Die Fuel Lane. Und zwar natürlich von der äußeren zum inneren. Und das klappte nicht. Machen wir nochmal. Übertreib nicht. So, super. Da muss ich auch gleich nochmal das Triebwerk hier ordentlich reinhauen. Speichern wir gleich ab. Das wird Landing and Back. Ja, klingt jetzt nicht so besonders, aber na gut.
Gut, damit haben wir die. Und damit ich absolut sicher gehe, werde ich noch was machen. Und zwar brauchen wir nochmal die Kabler. Da haben wir sie. Einmal hier. Solange wir keine Credits dafür ausgeben, wieso nicht? Einmal da. Oh Gott. Nein. Ich Idiot. Ich Idiot. Gut. Erstmal die Sachen weg hier. Zack. Natürlich auch die Fuel Lanes und alles weg. Dann machen wir erstmal Load. Machen wir den hier zurück. Sehr schön. Damit haben wir den wieder. Oh Mann, ich dachte schon wieder. Gut. Die Seitenmärkte ist auch so ein Fall für sich. Nochmal vier, einmal hier hin. Und einmal dahin. Und ich hoffe, das ist das Beste. Und zwar werden wir jetzt hoffentlich ohne Probleme. Eieieiei. Die werde ich dann doch noch tiefer hauen. So hin. So hin. Eins. Zwei. Oh, ich hoffe, beste. Die sind ein bisschen, die müssen noch ein bisschen tiefer. Okay. Das ist jetzt zu tief gewesen. Noch nicht wirklich dran. Ich sollte in diesen Scheiß die Kabel dran. Ja, okay, ist dieselbe Höhe ungefähr. Okay, ich speichere mal ab. Und werde dann noch die Triebwerke hier alle in dieselbe Stage schauen. Sehr schön. So ist auch gut. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir. Machen wir Launch. Bob, Jebediah und Bill müssten zurück von der Mission sein. Ich habe sie durch meinen Teleporter geschleust und dementsprechend müssten sie wieder, ja, sind sie auch wieder am Stage. Und ich bin mal gespannt, ob das Ding wirklich so hochfliegen kann. SAS werden wir deaktivieren, ja. Fühlt sich fast deaktivieren an, müsste sich anfühlen. Und wir gehen mal Vollgas und 3, 2, 1, los. Es hält sich noch ziemlich in der Mitte. Obwohl es oben ziemlich wackelt. Die Dinger gehen auch richtig schnell runter. Gut, jetzt passieren die ersten Overheat-Prozesse. Geht aber alles noch. Okay, jetzt bin ich gespannt. Als erstes müssen es doch die hier wegfallen. Dementsprechend werden wir die rausschmeißen. Okay, in der Mitte wird auch ordentlich Gas gegeben. So. Jetzt warten wir gleich mal auf die ersten, nach der ersten Atmosphärenschicht. Da wurde mich mal gefragt, warum ich gleich so früh eingelenkt habe. Letztes Mal, ja, ihr seht hier die Geschwindigkeit, die wir haben. Die ist enorm krass. Und ich habe so früh eingelenkt, weil sonst der Apoapsis viel zu groß ist. Aber ich kann das auch anders regeln. Oder eher regulieren. Und zwar, wenn wir einfach das. Jetzt sind wir gleich rüber. Jetzt müssen wir rüber sein. Jetzt werde ich mal ein bisschen runtergehen. Das reicht vollkommen aus. Und so vermeide ich, dass wir da. Wir werden es beschleunigen trotzdem. Aber dass wir nicht zu krass hier am Apoapsis überlaufen. Komm nochmal zurück. Genau. Ich werde nochmal weiter runtergehen. Das ist ziemlich krank von der Geschwindigkeit. 430 Meter pro Sekunde. Da brauchen wir überhaupt nicht so schnell sein. Ich würde sogar noch weniger machen. Okay, es sollte nicht zu krass werden von das wieder fallen. Wieder. Jetzt steigen wir wieder auf. Solange wir steigen, ist kein Problem. Und wir haben eigentlich schon die Atmosphärschicht geschafft.
So ist okay. So reicht vollkommen meine Wenigkeit, finde ich, aus. Wir steigen noch, wir steigen noch, wir steigen noch. Und wir werden gleich noch weiter schneller steigen wieder. So ist gut. Und ihr seht, wie schnell wir da hier rüberkommen. SAS ist immer noch aktiv. Deswegen 400 Meter pro Sekunde oder fast 500 Meter pro Sekunde ist enorme Geschwindigkeit. Und deswegen wäre es viel zu übertrieben, wenn wir die Geschwindigkeit nur für einen Höhenflug schneiden würden. Ich würde jetzt sogar fast sagen, ich beende jetzt das Ganze hier. Und wir, naja, doch noch ein bisschen. Obwohl der konstant ist, werde ich noch ein bisschen hier pushen. Sagen wir auf 80.000, reicht vollkommen aus. Und ihr seht, es wird immer schneller, 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 schneller. Es ist ja nicht sehr viel, was wir da haben. 80.000 reicht absolut. Und diesmal will ich auf der Sonnenseite des Moons landen. Ja, wir werden nochmal eine Moonlandung machen und dann anschließend nochmal eine Mimos-Landung, wenn alles klappt. Bis dann irgendwann mal der Patch kommt. Ja, so ist das. Und dann kommen noch mehr Planeten. Und dann müssten wir mit Atmosphärendruck wieder klarkommen. So, jetzt müssen wir gleich schauen. Jetzt haben wir gleich die 80.000. Aber wir sollten auch langsam mal einnecken in der ganzen Sache. So, 90 Grad, ideal. Nicht zu schnell einlenken lassen, sonst kann ich das auch mit SAS nicht kontrollieren. Aber es lässt sich super steuern gerade. Ich habe jetzt nichts mit SAS oder so. Nein, 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 nein. Okay, rüber und zack, SAS an. Jetzt gehen wir mal Vollgas, oder noch nicht Vollgas. Wir hatten noch bis zum Nähe des Apoapsis. Oh, wir sind schon super dran, also würde ich behaupten, jetzt Vollgas. Jetzt versuchen wir in Orbit. Gerne auch wieder ohne Zucker. Und Gott, wir wobbeln ein bisschen durch die Gegend. Aber die Beschleunigung ist so krass. So. Okay, da haben wir schon mal. Bitte sag mir nicht. Nein! Nein! Die falsche Stage abgekoppelt. Nein, verdammt. Da kommen wir doch nie weiter. Tschüss! Liebes Raketenteil. Verdammt. Ja, Bill, du weißt, was passiert ist. Und Jeb freut sich. Ich habe den reingelegt. Mein Plan ist gelungen. Damn it. Gut, Leute. Wir werden einfach mal das hier stoppen. Endflight. Und wir gehen zum Vehicle-Sample-Building. Und Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euch noch einen schönen Tag. Ups, ich mach mal so. Ciao, ciao.